Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu Lego Star Wars. Nun, da im letzten Part Obi-Wan, Anakin und Padme gefangen genommen worden sind, werden sie nun hier auf Geonosis in ihrem Turm hier, also auf in ihre Säulen gestellt und sollen hingerichtet werden. Ja, doch, sie haben die Rechnung... Da ist übrigens der gute Count Dooku. Sie haben die Rechnung nicht mit den Jedi gemacht. Da ist Meister Windu. Und die Jedi greifen hier hoffentlich ein, ja. So, da sind sie doch. So, und jetzt haben wir Meister Windu, jawohl, ja. Da freut man sich doch immer mal einen coolen Jedi zu haben. Da ist auch Kid Fisto, auch ein sehr cooler Jedi. Ja, ich werde hier gerade angeschrieben, das sieht man zum Glück in der Aufnahme nicht, das ist zu weit, das ist zu weit unten. Aber das ist egal, ich bin jetzt hier im Zocken und nicht am PO-Game. Soll ich vielleicht in Zukunft vor der Aufnahme wirklich immer dicht machen? Okay, das hier kann nicht der erste Turm sein, den wir retten müssen. Nein, weg hier! Bisher bleiben wir von den Druiden noch relativ unbehelligt. Das kann auch gern so bleiben für eine Zeit lang. Das muss man schnell machen, okay. So, Minikit unnötig, aber... Ich will es einfach mal haben hier. So, auch hier brauchen wir wieder Padme oder irgendjemanden in der Art. Und spawnt auch hier oben wieder ein Minikit, naja. Ich finde es so geil, dass wir Meister Windu und R2 haben. Hier ist Nummer 2 von den Tutti Frutti Karten. Hier empfiehlt es sich, einfach am Rand zu bleiben, hier in dem Level. Denn hier am Rand kann man erstmal alles erkunden von dieser Arena. Das ist alles schön logisch aufgebaut und das geht auch ganz gut eigentlich. Ah, okay, wir sollten, glaube ich, doch die eine da erstmal Padme retten, wie es aussieht, weil es anscheinend geht. Meister Windu ist kein Klon, okay, das haben wir somit hier festgestellt. Ja, ich probiere mal im Level ein bisschen mehr zu machen, ich meine... Ich weiß ja, was noch auf uns zukommt, so in Episode 2, und das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel vom zeitlichen Rahmen her. Okay, da muss man erst aufeinander stapeln, okay. Würdest du bitte mal hier das drauf stapeln, danke. Dann gehen wir mal hoch. Ich nehme schnell das Minikit mit. Die Kohle hier und dann... Ja, okay, ist gut. Den lassen wir jetzt hier am Leben, das Teil. Und gehen hier lieber weiter, damit wir es einmal ringsrum hier haben. Das dritte Tutti Frutti Teil hier, das kann nur einen Kopfgeldjäger zerstören, mal wieder. Und hier sind wir wahrer Jedi in der Story. Wow, epic. So, anscheinend brauchen wir hier nur einen. Da können wir so zeitlich versetzt aktivieren. Das wusste ich nicht, das ist natürlich doof, aber ja. Dass wir erst die Gegner vernichten und dann können wir die Schalter hier erneut betätigen. Da kommt Meister Ki Adi Mundi.
Eine Zange sondergleichen in meiner Meinung nach, aber naja. So, jetzt können wir Partner befreien, warum das vorher nicht ging, fragt mich nicht. Ja komm, wenn wir es dich hier... Ja, es retten wir als nächstes Anakin. Ich würde als erstes Obi-Wan retten. Aber naja. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier schon mal die Gelegenheit haben, das meiste mitzunehmen in dem Level, dann machen wir das natürlich auch. Ich kann hier oben sogar auf Meister Windows switchen, das ist voll cool. So, dann hier schnell weiter zum nächsten. Ich weiß, das hätten wir jetzt alles auch etwas geschickter lösen können, aber ja. Egal jetzt. Nehmen jetzt hier Minikit Nummer 7 mit und dann passt das schon. So, ich brauche jetzt zwei menschliche Charaktere. Ich weiß gar nicht, ob der das wechseln würde. Dann auf entsprechende... Ja. Auf... Ob der dann auf Padme gehen würde. Könnte ich euch gar nicht sagen, aber ich denke... Ich gehe mal davon aus. So, und erneut die Schalter betätigen jetzt hier. Da kommen jetzt erneut Klone und diesmal... Kommt uns niemand zur Hilfe, was... Warum wurde ich jetzt getroffen? Ich hatte das Schwert doch nie losgelassen. So, wechseln bitte. So, und hier kommt Kid Fist und tut uns wieder die Gegner hier vom Leib halten. Wunderbar. Guter Kollege. So, und hier ist Obi-Wan am heftigsten bewacht von den Droiden. Also ja. Zeigt schon, wer hier der Skiller ist. Das ist irgendwie ein bisschen bitter für den ganzen Rest hier, aber naja. Nein! Ja, das meine ich mit Abstand halten vorhin. So, aber diesmal kommen hier die Dinger erst aus dem Boden gewachsen, wenn wir eine Gegnerwelle besiegen. Das heißt, hier sehen wir schon, geht's zur Sache. Ah, verdammt. Ich wollte hier den Laserblast mal reflekten, aber... So, gut, können wir auch endlich mal weitermachen. Kommen hier sogar noch Geonosianer ins Spiel. Ich glaube, die Geonosianer hierbei sind nur Peanuts. Es geht hier um die Droidika. Die Droidika ist auf jeden Fall die Schwierigkeit hierbei, die zu besiegen. Geonosianer hat man mit einem Schlag weggehackt. So. And Obi-Wan is free. Hi.
Jetzt können wir die Droidika, da muss ich ein bisschen Gas geben, weil ich würde gerne noch hier hoch. So, da ich jetzt auch mehr als genug Jedi zur Verfügung habe, kann ich das hier auch mal ganz schnell auf Obi-Wan wechseln. So, hier gleich zwei Mini-Kids an einer Stelle. Als ihr seht hier, in dem Level gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sie zu verstecken. Der rote Powerstein und halt noch was an und noch das andere Ding. Der rote Powerstein und wie sagt man's? Noch das letzte Minikit, die sind halt noch im, nur im freien Spielen verfügbar. Aber im Story-Modus kann man die an sich schon relativ viel holen. So, und somit ist auch dieser Droidiker hier besiegt, würde ich mal sagen. Und es geht hier nun gegen weitere Geonosianer. Ja, das ist nicht gerade so die Herausforderung, würde ich sagen. Ich finde es halt doof, dass der Partner effektiv nichts machen kann hier in dem Spiel. Weil er eigentlich im Prinzip nur da ist, um da zu sein. So, und jetzt kommt hier Jango Fett in die Schlacht. Was auch immer ihn es daran juckt, hier reinzurennen. Naja, aber sein Problem, nicht meins, wenn er es gleich von Meister Windu geschlachtet wird. Ja, mein lieber Freund. Alter, das ist schon lächerlich einfach hier. Ja, und das war's dann. Der Kopfgeldjäger ist zerstört. Aber dennoch ist das noch kein Sieg, denn die Jedi sind umzingelt. Und jetzt kommt Meister Yoda mit der Armee der Klonkrieger, die hier eigentlich die umzingelten Jedis befreien sollten. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit, aber naja. Fakt ist, es geht hier raus aus der Arena. Ja, und jetzt hier Geonosis wird im Lego Star Wars Spiel relativ gut beschrieben. Für das nächste Level, ich weiß, was kommt, muss mal ganz kurz die Perspektive wechseln. Ja, und deswegen bis gleich dann. Wir sehen uns. Ja, Freunde, während ich hier gerade schön am Ding machen war, alles einrichten, ist mir leider das Intro ja schon ein wenig reingerutscht. Macht es auch nichts, das sollte ich hier vielleicht nochmal drauf klicken, damit ich hier auch starten kann. Ja, denn es kommt wieder mal ein Luftlevel hier mit den Kanonenbooten ohne Erklärung einfach los. Bumm. Oh, hier sollte man nicht rein, das ist nicht so gut, glaube ich. Hier kann man auch ganz viel Zeug einsammeln, aber ich habe leider jede Schlacht etwas zu ausführlich gemacht, deswegen muss ich jetzt hier ein wenig aufpassen. Also hier mich etwas beeilen. Ja, man kann hier... Ah, die muss man sogar alle zerstören. Upsala, das habe ich jetzt leider etwas verpeilt. Ja, hier die Kanonenboote von den Klonen von Kamino. Hier kann man ganz viel Geld machen in dieser Kanonenbootschlacht. Ja, leider habe ich hier das jetzt verpeilt, die alle zu zerstören. Deswegen runterwärts. So, hier ist jetzt der letzte hier noch. Dieses letzte Ding. Und jetzt muss man ganz kurz gucken, wie ich hier umdrehen kann. So, mit B dreht man einmal so um. Mit A dreht man komplett um. Okay. Das ist vielleicht für die, die das Spiel auf dem DS spielen, ganz interessant. Oh fuck, den habe ich nicht gesehen hier. Ehrlich gesagt auch wenig Lust jetzt warten, bis die
wie sie dann mal hier ausgecast haben, diese Dinger, deswegen. Ja, einfach let's fetz. So, dann gehen wir hier in den nächsten Abschnitt rein. Ja, hier die Kanonenbootschlacht finde ich an sich ein relativ cooles Level, aber leider halt doch einfach aus der Luft gegriffen nur. So, hier haben wir jetzt drei Türme, die können wir einfach easy zerstören. So, und in den nächsten Abteil. Da gibt es sogar einen Kanister dafür, dass man nicht gestorben ist. Also, ja, es gibt später noch Power-Ups, die entsprechend Unbesiegbarkeit versprechen. Ja, hier muss man einfach nur das ganze Ding hier zerstören, das ist kein Problem. Ich sagte A, verdammt, nicht B. Ja, guck mal, wie geil ist ein Bug, damit man sogar da reinschießen konnte, wenn man nur eins zerstört hat. Ich glaube, für. Woher soll ich jetzt hier Torpedos bekommen? Lol. Ja, keine Ahnung, wo es hier Torpedos gab. Die gab es, glaube ich, irgendwo am Anfang. Die habe ich halt jetzt verpasst. So, da gibt es einen weiteren Survival-Lego-Kanister. Und das Ding hier ist weg. Ja, und somit ist auch das Level completed. Ich danke schon mal für eure Aufmerksamkeit hier. Aber stimmt eigentlich gar nicht, weil ich noch ein Part zu machen habe. Ja, und dann sehen wir uns dann. Quatsch, ein Level machen wir noch hier in dem Part. Damit wir Episode 2 abschließen. Ja, und dann. Yo, bis gleich entsprechend. So, gut, dann machen wir aber mit der Story nun weiter. Und jetzt kommt hier Level 5. Count Dooku. Nein, ohne Spaß, ja, einfach hier. Count Dooku haben jetzt Obi-Wan Anakin hier verfolgt. Und jetzt kommt es hier zum Kampf dann. So. Hier hinten gibt es ein Minikit, das hole ich ganz geskillt natürlich. Und Count Dooku scheint uns erstmal hier entziehen zu wollen. Aber damit lassen wir natürlich nicht durchkommen. Jetzt noch Druiden in den Kampf zu schicken, ist zwar, finde ich, ein bisschen lächerlich persönlich, aber naja. Natürlich spielt der coole Imperial March. Der ist wirklich sehr cool, den mag ich gern. Ja, und hier schon das zweite von den Tutti Frutti Dingern da. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll, um ehrlich zu sein. So, hier kann man jetzt natürlich auch hoch, selbstverständlich. Ah, okay, da muss man auf die Hilfe von Anakin hoffen. Willst du mich jetzt verarschen, ihr? Ja, und jetzt hier oben. Es geht hier weiter, das weiß ich, das habe ich selbst gesehen, aber. Ja, wie wär's mal, wenn du mal den Schalter betrittst, Anakin? Ja, Zange. So, hier, so geht's weiter. Oder ich will natürlich noch hier ganz kurz hoch mal das Minikit mir anschauen.
sie mir nicht nur anschauen, sondern ich möchte es mitnehmen. Aber ganz ehrlich, kommt, gehen wir zum Bossfight, darauf warten alle. Wow. Das ist eigentlich im Film ganz cool und hier halt relativ lame, weil da kann man eigentlich wieder auch mehr machbar gewesen. So, das ist für dich, Count. Bam. Bam. Man kann ihn auch in der Zeit nicht angreifen, aber ja, jetzt geht er hier hin. Aber Obi-Wan hat keine Chance. Und Anakin auch nicht. Ihm wird der Arm abgeschlagen. Und Count Dooku macht ja natürlich einen Spaß drauf. Aber da kommt Meister Yoda. Der Großmeister des Jedi-Ordens. Mentor von Count Dooku. Und zusammen mit Obi-Wan kämpft er nun gegen ihn. Was der Story natürlich im Wesentlichen widerspricht. Aber hier Meister Yoda, der geht ab. Ja, wow. Du hast keine Chance gegen Meister Yoda, mein Freund. Hier muss man etwas gewieft agieren. Verdammt, ich bin zu langsam. Zoom. Meister Yoda, der geht natürlich ab hier, wie sonst was. Das sieht man auch im Film, das ist richtig geil. Hier kann man natürlich auch noch Minikits einsammeln, aber somit haben wir Count Dooku schon besiegt. Aber hier muss Meister Yoda eingreifen und Anakin retten, im Film auch noch Obi-Wan dazu. Da kämpft er nämlich alleine. Ja. Und diese Zeit nutzt Count Dooku, um zu fliehen. Und so bleibt Verwirrung zurück. Der Klonkrieg hat begonnen. Und Count Dooku hat geheime Pläne noch vom Todesstern, von der ultimativen Waffe, um mal die entsprechenden Zitate aus dem Film zu nehmen, bringt er nun nach Coruscant zu seinem Meister und rutscht hier raus, egal. Und die beiden freuen sich, dass der Krieg begonnen hat, weil jetzt beginnt das Sterben der Jedi. Und genau an diesem Punkt setzen wir dann im nächsten Part mit Episode 3 wieder ein. Die Klonkriege sind dann kurz vor dem Ende, denn dieser Teil wird nicht behandelt in dem Spiel wie auch. Dafür gibt es ein extra Spiel, ja. Und entsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.